Hey, komm zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind am Start, zweite Episode, die erste ist super bei euch angekommen, genauso wie ich es mir erhofft habe. Über 440 Likes, richtig geiler Support. Ich hoffe, das packen wir auf dieser Episode auch wieder. Und natürlich werde ich eure Vorschläge einfließen lassen in diesen Karrieremodus. Ihr habt einige coole Kommentare geschrieben und auf die werden wir natürlich sofort eingehen. Erstmal, so sieht es momentan aus, letzte Episode, um nochmal einen kurzen Rückblick zu machen. Wir haben bereits Transfers getätigt und zwar haben wir einmal Hani Mukhtar geholt und zwar von Brøndby. Sehr, sehr guter Transfer in meinen Augen, einfach weil er alles spielen kann im Mittelfeld, auf den Außenbahnen, im zentraloffensiven Mittelfeld. Er hat nicht die Position hier angegeben, aber ich denke mal trotzdem, dass man ihn hinstellen kann, weil die Werte dafür hat er. Ansonsten haben wir ein bisschen rumgeguckt, wir haben auch schon ein bisschen verkauft, wir haben Felix Klaus auf die Transferliste gesetzt, da wurde unter anderem geschrieben, Max behalte ihn zumindest als Joker. Ja, in FIFA ist Klaus gut, gar keine Frage, vor allem weil Klaus verdammt schnell ist, aber nichtsdestotrotz wechselt er im Sommer und dementsprechend möchte ich den nicht mehr dabei haben. Das ist halt einfach meine Logik, beziehungsweise mein Sinn, den ich dahinter sehe. Und dementsprechend wird der nicht mehr, wenn ich ein Angebot bekomme, nicht mehr weiter bei uns spielen. Wenn es euch übrigens gefällt, Daumen nach oben habe ich schon gesagt. Und checkt mal die Videobeschreibung aus. Da haben wir IG Vault, 6% Rabatt auf eure FIFA Points, PSN und Microsoft Guthaben mit dem Code MAXGAMINGTV. Dazu selbstverständlich Instagram, Twitter und AskFM, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Gerade jetzt am Wochenende, ich bin wieder in Deutschland. Ich weiß nicht, wann das Video kommt, aber ich bin in Deutschland und ich werde tatsächlich ins Stadion gehen. Ich werde zum Fußball gehen, ich werde mir 96 gegen Leipzig angucken. Das erste Mal seit Ewigkeiten, dass ich ins Stadion gehe. Ich bin schon richtig gespannt, aber apropos gespannt, ihr seid bestimmt gespannt, welche Spieler ich mir rausgesucht, die ihr vorgeschlagen habt und wir werfen einen Blick darauf. Wir haben auf der Rechtsverteidigerposition nichts Neues dazu bekommen. Da gab es den Vorschlag Robert Bauer, aber der wird hier als Linksverteidiger gelistet. Habe ich auch gar nicht in eine Transferzentrale bisher genommen, weil ich ihn nur beobachte. Robert Bauer ist ein interessanter Kandidat, definitiv. Aber das Problem bei dem ist halt, dass der eigentlich Linksverteidiger ist und dass der Kollege bei Bremen spielt. Ist nicht so realistisch, dass 96 einen Spieler von Bremen holt, allerdings wäre das noch ansatzweise realistisch. Soyuncu fände ich eine absolute Granate für die Innenverteidigung, extrem viel Potenzial, Freiburg eher Abstiegskandidat. Das wäre ein Spieler, das fände ich gut, das fände ich wirklich geil. Die Frage ist nur, kriegen wir den für genug Geld, beziehungsweise kriegen wir genug Geld für den zusammen. Es gab dann noch einen weiteren Vorschlag und auch den finde ich sehr, sehr gut und auch denke mal, dass ich den in der Tat umsetzen werde. Und zwar Dario Maresic, der Innenverteidiger von Sturm Graz, an dem ist 96 in Realität interessiert. Dementsprechend wäre das eine sehr, sehr gute Option. Robert Gumni wurde noch vorgeschlagen, polnischer Rechtsverteidiger. Ja, ein bisschen zu schwach, da würde ich eher Maresic dann bevorzugen, weil Innenverteidigung hat das Sané und Anton dabei, die ziemlich stark unterwegs sind. Und wir haben noch Robin Knocher mit auf der Transferliste. Bisschen mal Beobachtungsliste, weil 96 an dem auch in Realität sehr, sehr starkes Interesse gezeigt hat. Ich bin mir noch nicht sicher, wen ich holen werde. Ich warte jetzt erstmal, bis ich die Spieler gescoutet habe. Und dann werden wir das machen. Wir sind ja Gott sei Dank auch erst Ende Juli. So, wir haben Benchop verkauft, wie wir hier sehen können. Noah Joel Saranger bei sich ausgeliehen an den FC Ufa nach Frankreich. Frankreich? Russland. Sehr interessant. Ein Angebot für Marvin Bakalotz von Hertha. 4,95 Millionen. Auch da sage ich wieder, nein, absolut nicht. Ich werde mit 8,8 starten und ich gebe den nicht unter 6,9 ab, auf keinen Fall. Wir haben Scout-Abschlussberichte und es gibt jemanden, der Interesse an Marcel Risse hat. 10,6 Millionen, okay, bei. Interesse an Benjamin Henrichs von Liverpool, okay, bei. Robert Bauer ist, ja, 6 Millionen Marktwert, 74er Rating. Tempo ist nicht optimal, aber als Innenverteidiger wäre das okay. Der kann nämlich Innenverteidiger spielen. Hat eine ordentliche Größe, ganz gute Offensivwerte. Interessanter Spieler auf jeden Fall. Robin Knoche ist Numero Dos. Der ist genauso stark, vielleicht noch ein bisschen stärker. Langsam auf jeden Fall, aber gute Körperstärke, nur als Innenverteidiger einsetzbar. Gute Werte grundsätzlich, gute Kopfballpräzision. Interessant, definitiv. Sogar nochmal ein Stückchen stärker als Soyuncu, auch wenn er natürlich im fairen Zweikampf und Grätsche, wow, ein ganz Stück besser ist. Manndeckung leider nicht so. Kopfballpräzision leider nicht so. Tempo dafür mehr, Stärke mehr, wie auch immer das funktioniert. Ach, das wird eine schwierige Wahl auf jeden Fall. Robert Gumni haben wir da noch einen Abschlussbericht zu. Den gucken wir uns auch mal an. 67er Rating ist halt ein bisschen zu schwach. Ist schnell wie Sau, ja. Kann man sich überlegen, vielleicht irgendwann später. Aber ich lasse den erstmal bei Lech Poznań, damit er sich entwickelt. Und Dario Maresic, den möchte ich auf jeden Fall haben. Einfach, weil er ein Realitätenkandidat bei 96 ist. Und weil er so jung ist und talentiert und definitiv ein guter Backup. Kann man nichts anderes sagen. Ich denke mal, dass der zusammen mit Eles eine ganz gute Alternative bildet. Vielleicht packe ich auch einfach Eles in die Innenverteidigung oder Maresic und entwickle den. Ich könnte mir schon vorstellen, dass Josip da einen ganz guten Job machen könnte. Ich nenne ihn jetzt schon beim Vornamen. Wenn das jetzt schon losgeht, dann kann es ja nur gut werden. Ich bin gespannt, wie viel wir für den berappen müssen. Ja gut, ich habe einfach mal Florian Hübner angeboten, damit wir den los sind. Das hört sich böse an, ist aber gar nicht so böse gemeint. Und das hat funktioniert. Hübner hat 2,4 Millionen Marktwert. Klar, ist ein bisschen teurer, aber grundsätzlich, denke ich mal, geht das vollkommen in Ordnung. Und wir haben jetzt die Möglichkeit, mit dem Kollegen Maresic zu verhandeln, um seinen Vertrag.
Die Verhandlungen waren relativ easy und dementsprechend dürfen wir Maresic oder Dario begrüßen bei uns, was ich sehr, sehr schön finde auf jeden Fall. Wir haben damit einen guten, talentierten neuen Innenverteidiger. Ich glaube sogar, dass ich Elas erstmal in die Innenverteidigung stelle für Sorg und dass ich Sorg sogar rausnehme und dafür halt eben den Kollegen Maresic auf die Bank setze. Frage ist nur dann noch lieber ein Außenverteidiger oder Bakalorz. Ich würde fast behaupten Prip. Ja, weil der halt links spielen kann, aber Bakalorz kann das im Notfall auch, bin ich mir sicher. Deswegen passt das, denke ich mal, schon ganz gut. Ja, ich bin gespannt. Wir gehen mal zum ersten Spiel der Saison, würde ich sagen. Das ehemalige Stadion am Bruchweg, das ist es nicht mehr. Kofas Arena heißt es auch nicht mehr. Es heißt mittlerweile Opel Arena. Wir sind zu Gast bei Mainz 05 gegen Hannover 96. Zwei Vereine, die sich ungefähr auf Augenhöhe befinden, wenn man auf die Saisonziele guckt. Ich denke mal, beide haben das Ziel, irgendwie Richtung internationales Geschäft zu gehen, aber ansonsten sich im gefestigten Mittelfeld aufzuhalten. Problematik dabei: Es gibt in der Liga natürlich viele Vereine auf dem gleichen Niveau, dementsprechend viele mit der gleichen Zielsetzung, aber gerade Hannover 96 mit dem Transfer definitiv ja, verbessert für die Ausgangslage in der Saison. Letzte Saison als Aufsteiger den Klassenerhalt gemeistert und diese Saison die nächste Etappe auf dem Weg wieder ins internationale Geschäft. Mainz knapp am Abstieg vorbeigerutscht, aber auch das bewerkstelligt und dementsprechend mit Ambitionen für die neue Saison. Starten wir rein in die Partie. Wunderschönes Fußballwetter, passt alles perfekt. Und 96 mit dem ersten Angriff, Ivar Fossum mit dem Schuss. Allerdings gut abgewehrt. Die Mainzer Defensive steht in diesem Moment erstmal noch ziemlich, ziemlich gut. Ivar Fossum raus auf Ostscholek in die Mitte zu Mukta. Der Neuzugang von Bröndby wieder raus auf Ostscholek. 96 in der Dreierkette, ungewohnt zu Saisonbeginn in so einem Spiel gegen einen Gegner auf Augenhöhe mit der eigentlichen Fünferkette zu spielen. Aber vielleicht ja von Erfolg gekrönt. Der Ball zu Pirmin Schwegler, dem Routinier im Mittelfeld. Jonatas raus auf Ostscholek. Das ist viel Platz, das ist gut gespielt. Aber der Ball kommt nicht gut genug in die Mitte. Silas Bebu kommt dann nicht zum Abschluss. Im Gegenteil, es geht weiter mit Einwurf für Hannover 96. Pirmin Schwegler spielt den hinten rum. Waldemar Anton, der neue Abwehrchef. Zusammen mit Salif Sané und Josip Elles bildet er die Dreierkette. Der U21-Nationalspieler. Schwacher Pass dann von Ivar Fossum. Ballverlust in der Offensive und erstmals Mainz im Spielaufbau. Aber Bebu holt sich den Ball klasse zurück. Noch vor der Mittellinie 96 drückt in dieser Anfangsphase gewaltig. Klar besser im Spiel, klar mit mehr Ballbesitz. Allerdings noch ohne nennenswerte Chance, abgesehen von dieser Hereingabe auf Bebu, die rechtzeitig abgefangen wurde. Fossum jetzt raus auf Julian Korb. Der macht das auf der Außenbahn gut, kann aber nicht in die Mitte flanken. Schwegler nochmal auf Fossum, keine Schussposition, aber außen steht Ostscholek frei. Matthias Ostscholek und die erste gute Parade von René Adler, der wieder als Nummer 1 im Mainzer Tor zurückgekehrt ist, hat sich vorbeigeschoben an Zentner, der ja eine gute Figur gemacht hat in seiner ersten Profisaison. Aber die Routine von Adler wird benötigt bei den Gastgebern. Eckball, Pirmin Schwegler in die Mitte, da steht Elles und wieder ist es René Adler, der sicher zupackt, da bleibt einer verletzt liegen bei den Mainzern, die aber weiter nach vorne spielen. Ballverlust, Muto, LS hat den Ball. Schwegler weiter nach vorne, Bebu. Gute Ballkontrolle vom Togolesen auf Ivar Fossum, der mit ganz viel Platz. Das ist eine Schussposition, aber das kann der junge Norweger deutlich besser, gar keine Frage. Debüt auf beiden Seiten. Ja, einmal Abdou Diallo nach Verletzungspause wieder zurück auf der anderen Seite. Ist es vor allem Hani Mukta, den wir im Fokus haben auf der Bank, unter anderem Dario Maresic und Linton Maina, die beiden jungen Talente, die 17- und 18-Jährigen. Allerdings erstmal noch keine Option für die Stammelf bei Trainer MGT. Diallo ist wieder fit auf dem Platz, zurückgekehrt nach seiner Verletzung in der Vorbereitung und auch jetzt nach seiner Verletzung in dieser Partie, die erstmal gefährlicher aussah, als sie offensichtlich war. Jonatas, ja, der ist noch nicht wirklich im Spiel drin. Der bullige 96-Angreifer kommt noch nicht ganz mit der defensiven Abwehrreihe der Mainzer zurecht. Außenbahn Pereira, der Neuzugang bei den 05ern. De Jong, der Routinier, Gibama, den sie irgendwie halten konnten. Noch steht nicht fest, ob er auch nächste Saison weiterhin bei den Mainzern spielen wird. Also diese Saison weiter bei den Mainzern bleibt. Aber jetzt mal Brosinski auf der Außenbahn. Das erste Mal, dass Mainz in der Offensive ist. Und das ist ein Foul eigentlich von Elles. Wird nicht abgepfiffen, war Julian Korb, der da ein bisschen in den Mann reingegangen ist. Muto mit dem Ball in den Rückraum und De Jong verliert ihn gegen Ivar Fossum, der gut mit zurückarbeitet. Vielleicht mal die schnelle Umschaltchance für 96. Bebu nach dem Pass von Mukta. Jetzt Jonatas hat viele Abwehrbeine vor sich und verliert den Ball auch gegen Leon Balogun. Über den wurde in den letzten Wochen ein bisschen geredet. 96 soll interessiert sein am ehemaligen Spieler
der Roten am Nigerianer, allerdings mittlerweile ein bisschen in Stocken gekommen, die Verhandlungen aufgrund der Verpflichtung von Dario Marezic und der Startelf-Nominierung von Josip Elis. Es scheint so, als ob André Breitenreiter sich erstmal darauf fokussieren würde und im Winter einen erneuten Anlauf bei Martin Lang nehmen würde, der ja von Basel nicht verpflichtet werden konnte, aber Basel zugemacht hat, die Verhandlung beendet hat aufgrund der Wichtigkeit von eben Lang. Bebu auf der Außenbahn macht das gut, gute Ballkontrolle, Flanke in die Mitte, Mukta kommt im Kopfballduell nicht zum Zug, aber Schwegler aus dem Rückraum, Merlin Schwegler. 96 ist die bessere Mannschaft, das kann man definitiv so sagen hier in dieser 33. Minute, in der 34. Minute, in der wir uns jetzt gerade befinden. Allerdings Mainz auch bisher sehr, sehr stabil defensiv, lässt kaum was zu, jedoch im Spielaufbau immer wieder mit Fehlern, wie hier jetzt und der Ball auf Jonatas. Jonatas gegen Balogun und der ehemalige Hannoveraner macht das da klasse gegen den Brasilianer. Jetzt Prosinski wieder mit einer Konterchance. Gerade ist er schon einmal ganz gut nach vorne gekommen. Jetzt allerdings erstmal verzögert das Spiel. Gibbermann setzt sich klasse durch im Mittelfeld. Hat keinen wirklichen Gegenspieler. Legt raus auf Prosinski, bekommt den Ball zurück. Das ist eine Schussposition. Ball in die Mitte und es gibt den Elfmeter für Mainz 05. Anthony Uja kommt zu Fall gegen Waldemar Anton. Der versteht die Welt nicht mehr, aber es gibt den Strafstoß für die Mainzer. Oh, 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 da müssen wir nochmal drauf gucken, ob das nicht vielleicht eine Fehlentscheidung war hier in dieser Situation. Anton, und dann trifft er Uja am Fuß und der wird bei der Schussbewegung gehindert, geht dann natürlich selber in den Mann rein, aber das ist ein Elfmeter, das kann man so pfeifen und dementsprechend mit der ersten Torchance für Mainz 05 direkt die quasi 100%ige auf den Führungstreffer. Chauner ist kein Elfmeterkiller, aber Uja, der Gefaulte, der selber schießt, vielleicht trifft das Karma da in die Mitte und 1:0 für Mainz 05. 39. Minute, die Führung für die 05er und das ist schmeichelhaft, das kann man definitiv so sagen, aber Uja wird das wenig interessieren. Erstes Saisontor natürlich für den ehemaligen Kölner und den ja ehemaligen Mainzer auch, der zurückgekehrt ist und hier seiner Mannschaft direkt mal die Führung bringt. Chauner verladen, der in die rechte Ecke geht, aber der Ball mittig geschossen, nicht gut geschossen, nicht platziert, aber reicht, um Chauner zu verladen und dementsprechend 96 ist natürlich im Hintertreffen und muss kommen. Damit kann Mainz natürlich seinen Matchplan, der bisher sehr defensiv ausgeprägt war, weiter verfolgen und 96 muss irgendwas an der Torgefahr zumindest ändern, weil bisher war das noch nichts, was die Niedersachsen hier gezeigt haben und auch der nächste Angriff veräppt erstmal René Adler weiter auf Diallo. Das ist sehr, sehr gut, was die Mainzer machen, spielen das Ganze ruhig, spielen das aus einer soliden Abwehr hinten raus, ohne wirklichen Zug nach vorne, aber in dieser einen Situation mit Gibbermann, der das klasse gemacht hat, reicht halt dieser eine kleine Kontakt von Anthony Uja gegen Waldemar Anton zum Elfmeter und damit zum 1:0 und jetzt wieder Brosinski auf der Außenbahn, der macht den 96ern Probleme, Julian Korb ist noch nicht wirklich in der Partie drin, sehr, sehr oft, dass seine Seite da auf der defensiven Position verweist ist, jetzt Latzer mit der Balleroberung am gegnerischen 16er, zurückgelegt auf Gibbermann, der verzögert das Spiel nochmal, Latzer, der hat einen guten Schuss, aber Uja hat einen besseren im 16er, wird aber gerade noch gestört von Waldemar Anton und jetzt haben wir Halbzeit. Bisher eine schmeichelhafte Führung für Mainz 05 im Profikstadion, im alten Profikstadion, nicht im alten Profikstadion, sondern in der Kofas Arena, in der alten, die jetzt Opel Arena heißt. 96 überlegen, spielbestimmend, aber noch nicht mit zwingenden Gelegenheiten. Da muss einiges mehr gehen in der zweiten Halbzeit, um irgendwie hier noch, ja, zumindest einen Punkt mitzunehmen im ersten Spiel der Saison und dementsprechend nicht gleich in den Abstiegskampf in den ersten paar Spieltagen reinzugeraten, weil auch die nächsten Gegner natürlich nicht viel einfacher werden mit Schalke 04, unter anderem. Das ist definitiv keine leichte Aufgabe. Auch auswärts in Wolfsburg möchte man vielleicht nicht unbedingt spielen, wenn man es gerade sowieso nicht so einfach hat. Da muss man auf jeden Fall drauf achten. Die Mainzer erstmal jetzt im zweiten Durchgang hier mit dem Heft in der Hand, mit der Führung. Allerdings mit dem ersten Ballverlust. Bebu auf Jonatas. Und da kommt Mukta an den Ball. Mukta gegen Diallo. Bebu nochmal zurück auf Mukta. Der ist im 16er, könnte schießen, legt in den Rückraum. Da ist Bebu, kommt nicht ran, aber da ist Ivar Fossum. 1:1, Hannover 96 mit dem Ausgleich. Und es ist Ivar Fossum und es ist der Spieler, von dem man vielleicht am wenigsten erwartet hätte, dass er in die Startelf rückt, hat sich in der Vorbereitung bewiesen gegen Marvin Bakalorz, gegen Manuel Schmiedebach, der ja mittlerweile verkauft wurde an den FC Ingolstadt. Und er profitiert hier von der schlechten Abwehraktion, war natürlich notwendig da von Brosinski, aber der Ball kommt direkt zu Ivar Fossum und der erzielt sein erstes Saisontor. Sehr, sehr stark gemacht von Hannover 96, gut zurückgekommen, direkt einmal das Tempo und den Tempovorteil von Ilas Bebu ausgenutzt. Und den Ausgleich erzielt. Jetzt natürlich wieder Mainz, die kommen müssen. Und die versuchen es auch gleich wieder mit dem Ball in die Spitze. Aber Fossum passt auf. Ball zurückgespielt zu Chauner. Allerdings schlecht rausgespielt vom 96-Keeper. Jetzt allerdings Korb mit der Balleroberung gegen Brosinski, der natürlich einen Tempovorteil hat. Gegen den ehemaligen Gladbacher. Der aber auf Bebu. Bebu hat ein bisschen Platz in der Mitte. Flankt ihn raus
auf Ostscholek. Gute Spielverlagerung. Wieder zurück in die Mitte auf Jonatas. Der raus zu Ostscholek, der da viel zu viel Freiraum hat. Die Flanke kommt gut. Bebu ist da. Und der Adler mit einer klasse Parade. Der zeigt, dass er es immer noch kann mit seinen 33 Jahren. Wunderbarer Reflex. Kriegt die Hand rechtzeitig hoch, die beiden Hände. Und verhindert so den Führungstreffer für 96. Gute Chance von Ilas Bebu. Jetzt der anschließende Eckball. Kopfballgelegenheit wird nicht wahrgenommen. Im Gegenteil, Konterchance für Mainz. Aber Muto verschleppt zunächst einmal das Tempo. Das ist Latza. Der spielt raus auf Schöbermar. Das ist sehr, sehr solide gespielt von den Mainzern, die das ganz ruhig machen im Spielaufbau. Nicht zu hektisch. Und jetzt ist wieder die rechte Seite der 96er extrem verwaist, weil Korb nicht rechtzeitig mit zurückgegangen ist. Das sieht gut aus. Brosinski gegen Elles. Und der Kroate macht das ganz souverän und abgeklärt. Der ja in der vergangenen Winterpause von Rijeka gekommen ist. Nächster Ball nach vorne auf Bebu, der sich dann nicht durchsetzen kann gegen Bell. Und der erneute Spielaufbau der Mainzer. Wieder über Jibberma. Der ist der Dreh- und Angelpunkt bei den Mainzern im Spielaufbau. Abgesehen von Brosinski vielleicht der beste Mainzer bisher auf dem Platz. Pereira, von dem wir wenig gesehen haben. Und auch dieser Pass geht direkt in die Füße von Waldemar Anton. Dementsprechend nichts Gefährliches. Allerdings ganz, ganz schwach im Spielaufbau von Ivarfors um den Torschützen. Und jetzt wieder Mainz im Vorwärtsgang mit Jibama. Den kriegen sie nicht wirklich in den Griff, da die 96-Verteidigung. De Jong, nicht der Torgefährlichste, aber den sollte man auch nicht schießen lassen. Jibama versucht, guter Versuch vom Ivora, aber über den Kasten hinweg. Und Mainz wechselt das erste Mal. Robin Quaison, an dem war Hannover auch interessiert, kommt für Anthony Uja, der Schwede, dementsprechend jetzt mit der Aufgabe in der Offensive noch mal ein bisschen was zu tun. Für die Mainzer und auch bei 96 scheinen sich ein paar Wechsel anzudeuten. Und zwar zwei an der Zahl. Und zwar machen sich da Linton Majina, das Talent, und Martin Harnik, der Routinier, etwas intensiver warm und kommen jetzt tatsächlich auch direkt zur Bank und werden in den nächsten Sekunden eingewechselt. Harnik, der Österreicher, der Routinier, kommt für Jonatas, der eine gute Partie gemacht hat, sich aufgerieben hat, aber nicht wirklich Glück hatte in der Offensive. Und Majina kommt für Mukta, der ein gutes Debüt hier gegeben hat für die 96er, aber nicht zwingend zum Abschluss kam. Jetzt Majina direkt mit seiner ersten Gelegenheit und was für ein Tackling von Stefan Bell gegen den Youngster. Das wäre sicherlich gefährlich geworden für René Adler. Eine Riesenchance von Majina, der aber nicht zum Abschluss kommt, weil Bell beherzt dazwischen grätscht. Aber der Youngster jetzt schon wieder am Ball. Macht einen guten ersten Eindruck hier in seinen ersten paar Bundesliga-Minuten, die er in dieser Saison sammeln darf. Schwegler mit einem ganz, ganz katastrophalen Pass in die Offensive hinein. Und jetzt Mainz mit der Kontergelegenheit. Allerdings verpufft die erstmal. Und wieder Majina. Der scheint jetzt der neue Spielmacher zu sein. Verliert hier aber den Ball zunächst einmal. Mainz steht jetzt deutlich defensiver. Pereira zurückgezogen. Martin Harnik mit der Ballerung. Arbeitet gut zurück. So kennen wir das. Vom Österreicher. Fossum mit der nächsten Gelegenheit mal was zu machen im Spielaufbau. Spielt den Ball auf Ilas Bebu. Der ist bereits im 16er. Bebu am rechten Strafraumeck mit der Flanke in die Mitte. Und da kommt Martin Harnik angerauscht. Und er macht den Führungstreffer für Hannover 96. Das 2:1. Und das ist verdient in dieser zweiten Halbzeit. 96 weiter die bessere Mannschaft. Und da schläft Mainz einmal und lässt Bebu flanken. Und im Hintergrund kommt der gerade eingewechselte Harnik gegen Balogun zum Kopfball. Das darf natürlich nicht so passieren. Nein, es war Pereira, der natürlich im Kopfballduell ganz alt aussieht gegen den Österreicher. Und der trifft tatsächlich in der 77. Minute zur Führung für die 96er. Das kommt uns bekannt vor. Martin Harnik auch in der Aufstiegssaison schon unglaublich wichtig für die 96er. Genauso wie am Saisonbeginn der vergangenen Saison. Damals noch in der Startelf, auch gegen Mainz 05. Heute von der Bank. Und er zeigt, wie wichtig er immer noch sein kann. Allerdings Mainz jetzt wieder im Vorwärtsgang. Muto gut abgewehrt von Pirmin Schwegler. Und Kontergelegenheit für 96. Martin Harnik runter auf Majina. Damit haben sie jetzt Latza ausgespielt. Allerdings kommt er nochmal hinterher. Latza versucht noch ranzukommen. Schwache Flanke von Majina. Den muss er besser reinbringen. Harnik war da mitgelaufen. Nicht optimal vielleicht. Aber jetzt ganz, ganz schwacher Ball zurück. Wieder Harnik von Bebu eingesetzt. Und Adler ist da. Adler ist der beste Mainzer hier. Der rettet seiner Mannschaft erstmal noch das 1:2. Ganz, ganz starke Aktion vom ehemaligen Nationaltorwart, der hier gerade so das 3:1 verhindert. Ganz, ganz schwache Defensivaktion da. Unfassbar schlechter Pass, aber Bebu kann den Ball nicht perfekt anbringen zu Martin Harnik. Jetzt nochmal Brosinski auf der anderen Seite. Linke Strafraumeck mit der großen Gelegenheit. Pass in die Mitte. Mutter Tor! Der Ausgleich für Mainz.
Man kann es kaum glauben, Yoshinobu Muto, von dem war nichts zu sehen in der Offensive. Und dann kommt die Hereingabe und dann ist niemand bei ihm und er tunnelt Philipp Chauner durch die Hosenträger und macht den Ausgleich für die Mainzer. Die sind wieder da, die brauchen nicht viele Chancen und gerade Muto ist halt eisekalt vom Tor. Und das zeigt in der Situation, wie bitter für Hannover. Die haben den 3:1-Treffer auf dem Schlappen und vergeben ihn zweimal hintereinander, weil nicht präzise genug gespielt wird. Und dann kommt der Gegenangriff, der Konter der Mainzer und im Endeffekt kommt der Ball perfekt zu Yoshinobu Muto und der macht das Tor. Ganz, ganz viel Pech für Hannover 96 in der Situation. Aber natürlich ist das einfach auch stark gemacht von Mainz. Die haben Moral bewiesen, die kommen zurück und sind jetzt wieder in der Offensivbewegung. Außenbahn, Muto, da steht er jetzt gegen Korb, der kommt nicht mehr wirklich hinterher, da fehlen die letzten Körner jetzt. Muto nochmal im 16er gegen LS, das gibt keinen Pfiff, das gibt keinen Elfmeter. Das gibt Abstoß und damit vielleicht die letzte Gelegenheit für Hannover 96 nochmal nach vorne zu kommen. Über Korb, der spielt den nochmal raus zu Bebu, der auf Fossum und Fossum kann Harnik nicht mehr schicken, es ist vorbei. Ein sehr unterhaltsames Spiel in der Opel Arena. Hannover 96 und Mainz 05 trennen sich 2:1. 96 wird mit diesem Punkt deutlich schlechter leben können als die Mainzer, die in diesem Spiel die deutlich schlechtere und deutlich ungefährlichere Mannschaft waren, allerdings trotzdem mit ihren zwei Chancen einfach ja, den Nutzen gezogen haben und den Punkt sich geholt haben. 96 wird sie an die eigene Nase fassen müssen. Da muss noch ein bisschen was passieren, gerade in der Defensive, an der Stabilität muss gearbeitet werden. Ich denke aber für beide trotzdem, ein akzeptabler Start in die Saison, 2:2 für beide ein Punkt, das ist besser als nichts. Also das hat mir jetzt nicht so gefallen, ja. Ich hoffe, das Commentary hat euch gefallen, ja, ich hoffe, das war gut. So wird das jetzt immer laufen, aber das, ach ja, das hätte jetzt absolut nicht sein müssen, ja. Also der Gegentreffer von Muto war schon extrem bitter, dass der Chauner da getunnelt wird, dass da keiner bei ihm steht. Wir haben ein Angebot für Meier, das wir annehmen werden, das Angebot für Sané lehnen wir genauso ab wie das für Linton Maina. Ich bin schon verärgert, muss ich sagen. Das hätte schon nicht sein müssen, aber ich bin auch ein bisschen... Also unsere rechte Seite war enorm schwach. Enorm schwach. Ich glaube nicht mal, dass das an Elias lag, aber Korb hatte einfach nicht so wirklich die Power. Ich weiß nicht, der hat 77 Ausdauer. Das müsste eigentlich reichen, aber sah nicht sonderlich gut aus. Ich glaube, da müssen wir nochmal, definitiv ein bisschen dran arbeiten, dass der halt eben nicht so viel nach vorne geht. Weiß ich jetzt nicht so sehr. Natürlich sollen die alle mit nach vorne gehen, aber warum soll Anton den Stürmerroll übernehmen? Das ist ja totaler Schwachsinn. Er kam nicht wirklich mit nach hinten, muss man sagen, ne? Also, das war ein bisschen... Ja, das war ein bisschen nicht so gut, muss ich sagen. Also, das hat mir jetzt nicht so gut gefallen. Also ich meine, klar, dass sowas passieren kann, ist logisch, aber Korb war schon wirklich sehr oft überfordert in den Situationen. Was ich nicht schön fand, definitiv. Was aber in gewisser Weise auch okay ist. Also im ersten Spiel kann sowas passieren, aber auf Dauer gesehen definitiv nichts, was wir gerne haben werden oder haben möchten. Weil wir natürlich besser dastehen wollen. Nächstes Spiel wird umso schwerer. Nächstes Spiel geht es nämlich dann weiter gegen Schalke. Das habe ich ja bereits erwähnt gerade. Heimspiel zwar, aber nichtsdestotrotz natürlich eine doch schon ordentliche Aufgabe. Ich denke mal, Schalke nimmt man nicht einfach mal so mit und besiegt sie. Von daher müssen wir da aufpassen, was wir hinbekommen. Es wird auf jeden Fall eine interessante Partie, das kann ich euch schon mal garantieren. Und deswegen würde ich einfach ohne weitere Umschweife schon sagen, dass ihr da definitiv wieder einschalten solltet. Wenn es euch gefallen hat heute, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und in der nächsten Episode geht es dann gegen den FC Schalke 04. Wenn ihr noch irgendwelche Transfervorschläge habt, ballert sie mir auf jeden Fall in die Kommentare. Wir haben noch einiges am Budget. Wir haben noch einen Felix Klaus und wir haben noch 11 Millionen momentan auf der Bank. Wir können noch einen Kracher holen. Vielleicht für die rechte Außenbahn, ja, vielleicht fürs Tor, vielleicht für die Innenverteidigung, auch wenn ich damit eigentlich ganz zufrieden bin. Mit Elis und mit Maresic habe ich da, denke ich mal, zwei gute Kandidaten. Ersatzspieler für Sané ist halt eben Philippe. Das passt auch. Also, ja, aber vielleicht habt ihr irgendwelche Vorschläge. Ballert sie in die Kommentare. Das war's. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis dann, passt auf. Passt auf euch auf. Macht's gut, haut rein und ciao.